Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir sind bei Gran Turismo. Ich gehe mal direkt ins Café rein. Letztes Video, also gestern, sind wir Menübuch 22 gefahren. Jetzt fahren wir Menübuch 23 Alfa Romeo und sammeln dadurch drei Alfa Romeo. Und ich würde sagen, das starten wir das mal, das Ganze. Plattrifolio, vierblättriges Kleeblatt. Ja, genau so ist es. Gut, dann ist die Frage, was für eine Leistungsstufe brauchen wir denn hier? Oder wie viele Leistungspunkte werden empfohlen? Wir fahren nur in Europa. Jetzt mal gerade gucken, Brands Hatch. Bekommen wir den Mito. Also 600 Punkte. Da den 8C. Und in Sardinia den 4C. Fangen wir doch mit Brands Hatch mal an. Ich will mal gerade gucken. Mit meinem Auto könnte ich fahren. Ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen zu wenig ist. Der Porsche wird zu viel sein. Tja. Aber so ist es. Ach, fahren wir das erste Ding halt mit Porsche. Was soll's. Oh, bevor es losgeht, ziehe ich nochmal schnell meine Handschuhe an. Ob es Brands Hatch da die richtige Strecke für den Porsche ist, aber ich sehe, da sind ja noch ein paar andere Porsche dabei, also ist das ja jetzt halb so wild. Der dreht sich erstmal fast vor mir. Ja, der ist ein bisschen schnell, der Porsche. Ich weiß. Ne? Das stört mich jetzt aber gerade nicht. Auch halt mal ein lockeres, flockiges Rennen hier, was wir hier gewinnen. Streckenverlauf kannte ich noch gar nicht. 81er 911 Turbo. Und da haben wir doch auch mal einen wirklichen Alpha. Ja, das ist halt die lange Anbindung. Ja. Kenne ich nicht so gut die Strecke, aber da ist es dann schon ganz gut, dass ich hier so ein viel zu schnelles Auto fahre. In die Box oder was hast du hier vor? Fällt mir ein, mit dem Porsche könnte man auch mal wieder ein extra Video machen. Viele andere Projekte und ich möchte auch eigentlich im Menübuch weitermachen. Ja, was haben wir, ein C63 vor uns? Der ist nicht gerade langsam.
Ja, das ist. Ich muss Streckenerfahrung machen. Das wird zwar viel Zeit in Anspruch nehmen, aber diese Strecken immer im Blindflug zu fahren, das ist halt auch alles andere als schön. Keine gute Idee. Ich glaube, so viel Zeit habe ich gar nicht verloren. Ich glaube, auf dem Porsche noch mal Rennreifen drauf machen. Dann fährt er sich schon ziemlich gut. Also bei so einem Parkour habe ich schon das Gefühl, das ist schon gar nicht so schlecht, aber insgesamt. Ich bin auch weit weg von der Ideallinie und von einer guten Zeit. Aber schön so. So. Gut. Nehmen wir uns doch mal die vor. Und wie viele Punkte hat der Mito jetzt? 422. Das ist natürlich viel zu wenig. Aber ich fand das jetzt auch gerade viel zu viel. Aber wir uns den Mito ein bisschen schick machen. Ah, ich habe da noch eine bessere Idee. So, ich habe jetzt mal schnell das Fahrzeug gewechselt, habe das getuned, das werde ich mal gleich mal ein bisschen vorschatteln und werde mit dem jetzt auf die Strecke gehen, weil er einfach geil ist. Ja, war eh klar, dass ich den irgendwann tune und deswegen, warum nicht jetzt? Und da geht's hin. Fahrzeugeinstellung, ich nehme hinten tatsächlich die mittleren.
Höchstgeschwindigkeit passt, Höhe passt auch. Das nehmen wir erstmal genauso, wie es ist, und fahren das Ding mal Probe. Da ist auf jeden Fall in dem M3 schon so einiges drinne. Klang ist schon mal super. Ganz zufrieden mit dem Handling. Und gegen so einen Countach ist das ja auch natürlich nicht ganz so einfach. Der sieht ein bisschen getuned aus. Aber ich auch 3 Runden, ja. Sehr schön. Das war erst eine Runde. Okay. Weit innen, ne? Oh. Zum Glück habe ich die Top-Bremsen eingebaut. Die passenden Autos vor mir, ne? Also M3 und ein C63. Die jetzt auch nicht langsam unterwegs sind. Schon besser fahren, sonst habe ich hier einen Platz gewinn auch nicht verdient.
Oh, ich bin aber nicht gut gefahren. Und da kommt er. Das war aber knapp. Ja, man muss halt deutlich sagen, dass der viel schöner ist als der C63. Mit Abstand. Mit weitem Abstand. Da ist der zweite. Weitere Missionen und Watkins Clan. Das wollte ich gar nicht. So. Sardinia. Das ist das die ganze Strecke, auf der ich Streckenerfahrung sammeln konnte. Sieht fast so aus. Ja, man merkt deutlich, hier hilft mir natürlich die Streckenerfahrung. Weil es halt immer wieder was anderes ist, mit einem anderen Auto das zu machen. Ja. Da bin ich nämlich mit dem Prototyp einfach durchgeflogen. Hatte natürlich auch viel, viel mehr Anpassdruck, aber gut. Die geht zumindest auch voll. Bettelt sich der C63 da vorne? Vielleicht ja mit einem Alpha, hm? Spoiler der Alpha. Weiß ja der Spoiler.
kann ich wirklich 2,7 Sekunden schneller fahren als der C63 vorne. Zieht mir halt einfach weg auf den langen Stückwagen, auf den langen Vollgaspassagen. Ich bräuchte ein paar mehr schnelle Kurven. Dass ich da noch mal dran komme. Obwohl, der bremst da. Nee. Immer noch schöner. Fehlerfreies Rennen. Sehr schön. So, ab zurück ins Café. Noch ein 3-Sterne-Roulette-Ticket. Ja, in New York 14 nutzen Sie Streckenerfahrung, um etwas über eine Strecke zu lernen. Erringen Sie einen Sieg in einem einrunden Angriff auf Dragon Trail. Okay, verstehe. Gut. Schnappen wir uns noch die 2 Roulette-Tickets. Ist aber schon schön. Ja, da
Das soll es gewesen sein und wir sehen uns beim nächsten Video. Alles klar, mach's gut, bis dann, ciao.